Heidi ho, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Spiel. Und zwar zu Detroit Become Human. Wer das Spiel nicht kennt, sollte sich entspannt zurücklegen. Es ist eine lange, absolut geile Geschichte. Ich selbst habe vor einer Weile mal gespielt. Das war aber noch auf der PS4. Hab's nie durchgespielt, also ich habe auch nie wirklich weit gespielt und erinnere mich so gut wie auch gar nicht mehr daran, muss ich ehrlich sagen. Und von daher habe ich Bock, das einfach nochmal von vorne zu spielen. Auf Ultra-Einstellungen müsste sein, ne? Ich glaube, der hat das automatisch das übernommen. Ist das Optionsmenü. Guck das mal an. Sie Ihr Spielerlebnis anpassen. Das machen wir. Video. Ultra, 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 genau. Höher geht's doch nicht. Ultra ist Ende. Ultra, 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 Ultra. Dass ihr alle Bescheid wisst. Blumen habe ich ausgemacht. Das stört mich einfach immer nur. Wird dann zu hell alles. Ihre Parameter wurden gespeichert. Ja, danke. Ja, und das möchte ich einfach nochmal durchspielen. Einfach, weil es ein Muss ist, habe ich mir sagen lassen. Es ist ein Muss, dieses Spiel durchzuspielen. Und somit fangen wir jetzt auch direkt mal an. Ich habe vorhin kurz reingeguckt, ob die grafisch alles passt und so weiter und so fort. Bin aber noch ganz am Anfang, von daher... Ne, wir machen mal neue Geschichte, komm. Wenn, dann machen wir es ganz von vorne. Entschuldigung. Wo ist meine E-Zigarette? Da. Wenn ich mich richtig erinnere, heißt er Connor. Android RK800. Okay. Phillips John, Phillips Emma, Phillips Caroline. Okay, abgespeichert anscheinend. Er ist Ermittler, ne? Also wir sind Ermittler. Bitte, retten Sie meine Kleine! Was? Sie schicken einen Androiden? Okay, Ma'am. Das, das können Sie doch nicht machen! Sie, warum schicken Sie keinen echten Menschen? Weil er klüger ist. Zwergfadenfisch, Trikogaster liegen lassen, nein, retten. Alles, was man hier macht, hat Entscheidung, hat Einfluss auf die Entscheidungen im späteren Spiel. Ne? Ob das mit den Fischen jetzt, weiß ich nicht, ist wahrscheinlich noch so ein bisschen Einführung, Intro. Aber so lernt man auf jeden Fall schon mal das Spiel kennen. Warte mal. Stand hier? Ach, cool. Ah, okay, so können wir reingucken. Okay. Gibt's nicht mehr. Bin der Captain Allen. Sprich zuerst mit dem Captain, okay. Sieht schon extremst geil aus, das muss man sagen. Ich heiße Connor. Ich bin der Android, den Cyberlife geschickt hat. Er feuert auf alles, was sich bewegt. Er hat schon zwei meiner Männer erschossen. Wir können ihn ausschalten. Sie sind am Rand der Terrasse. Wenn er fällt, fällt auch sie. Name des Abweichlers, Verhalten des Abweichlers, emotionaler Schock. Verhalten. Hat er sich zuvor schon einmal merkwürdig verhalten? Ich habe keine Ahnung. Ist das wichtig? Ich brauche Informationen für das beste Vorgehen.
Ist sein Name bekannt? Hör zu. Dieses Kind ist jetzt alles, was zählt. Also kümmere dich um den scheiß Androiden. Oder ich werde es tun. 48% Chance auf Erfolg. Okay. Verstehe, was passiert ist. Rette die Geisel um jeden Preis. Schon sehr interessant. Halte zum Analysieren die linke Maustaste gedrückt. MS-853 Black Hawk. Kapazität 17 Kugeln, Kaliber 355er. F rekonstruieren. AD. Der Abweichler nahm die Waffe des Vaters, was der Android eigentlich nicht tun sollte. Tab verlassen, okay, das hätten wir dann. Oh, Chance auf Erfolg steigt, das ist gut. Verstehe, was passiert ist. Wenn ich es richtig gesehen habe, gibt es noch... zwei. Zwei Schlüsselmomente, die wir noch finden können. Da hinten. Zimmer der Geisel. Eine Kaliber 355er. Wie auch immer hat er das abgeschlossen. Okay, hat einen Schuss abgefeuert. Verstorben. P.O. Deckard, Anthony. Hier hinten. Okay. Polizist verletzte den Abweichler. Okay, wo? Spule zurück, um nach einem neuen Hinweis zu suchen. Geisel sah die Schießerei. Okay, das Kind ist also involviert. Fünfzig ist aber noch nicht viel. Wir müssen ja noch ins Zimmer der Geisel, ne? Also des Kindes. Oh, guck mal, das hat unsere Erfolgschance erhöht. Niere perforiert. Lungenblutung, innere Blutungen. Pneumothorax. Krass, wie er sich das dabei angucken kann, ne? Heftig.
Bude zurück, um nach einem neuen Hinweis zu suchen. 3 Schüsse. Okay. Sollte ersetzt werden. Alles klar. So, wo ist das Zimmer des Jungen? Da hinten wahrscheinlich. Oder des Mädchens? Weiß ich gar nicht. Was war es? Ein Mädchen, ne? Tochter, okay. Solltet ihr neu sein, meine Lieben, lasst mir gerne ein kostenloses Abo da und ein Like. Darüber freut er sich sehr. Denn flippt da rum hier. Hörte keine Schüsse. Übrigens mache ich das jetzt immer so, wer sich wundert, dass die Facecam aus ist. Ja, meine Lichtverhältnisse sind hier abends jetzt nicht so die besten. Ich kann Licht anmachen, aber nur hinter dem Greenscreen und von der Seite kommt dann zu wenig. Und dann habe ich gesehen letztens beim Video, dass es nicht mehr so angenehm aussah. Das heißt, es wird nicht ordentlich dargestellt. Bis ich mal einen besseren Greenscreen habe, das dauert noch eine Weile. Muss ich noch ein bisschen versparen. Elgato ist teuer, wie das so ist, ne? Und ja, bis dahin nehme ich abends, denke ich mal, jetzt meistens ohne Facecam auf. Das ist nicht schlimm, ne? Und tagsüber, wenn ich was aufnehme, wenn die Lichtverhältnisse gut sind, dann kommt es mit Facecam. Nur damit ihr mal Bescheid wisst. Und ich dachte, hier kam ich wieder raus. Okay, da haben wir noch ein bisschen. Rette die Geiseln um jeden Preis. Da haben wir noch ein bisschen was. Okay. Was glotzt du denn so? Schnauze. Steh da nicht herum. Aber man merkt schon, man wird nicht respektiert, ne? Frisches blaues Blut, Modell PL 6600. Abweichlermodell PL 600. Was haben wir da noch auf der Ecke? Geisel könnte verletzt sein. Okay, wir gehen mal raus. 79% erscheint mir gut. Ja, wir können auch so nichts mehr entdecken, ne? Wir können nur noch die Geisel orten. Hier ist alles durch. Schritt näher oder ich springe! Nein! Nein, bitte, bitte nicht!
Ich weiß so einiges über dich. Ich möchte dich hier rausholen. Instabil, das ist schlecht. Gewinne das Vertrauen des Abweichlers. Ich weiß, du bist wütend, Daniel. Aber du musst mir vertrauen und dir helfen lassen. Ich will keine Hilfe. Niemand kann mir helfen. Es soll einfach alles aufhören. Ich will nur, dass alles aufhört. Bist du bewaffnet? Lüge. Nein. Ich habe keine Waffe. Du lügst! Natürlich hast du eine Waffe. Ich sage dir die Wahrheit, Daniel. Ich bin nicht bewaffnet. Möglicher Grund. Realistisch, defekt. Emma und du. Ich weiß, du und Emma standet euch sehr nah. Du fühlst dich betrogen, aber sie hat nichts falsch gemacht. Sie hat mich angelogen. Okay. Ich dachte, sie liebt mich. Aber das tut sie nicht. Sie ist bloß wie all die anderen Menschen. Nein, nimm die Waffe da weg. Sie wollten dich austauschen und das hat dich aufgeregt. Das ist passiert, stimmt's? Ich dachte, ich gehöre zur Familie. Dass ich etwas bedeute. Aber ich war nur ein Spielzeug. Das man einfach entsorgt, wenn es alt ist. Einfühlsam. Hör zu! Ich weiß, dass das nicht deine Schuld ist. Diese Emotionen, die du hast, sind nichts als Fehler in deiner Software. Nein, es ist nicht meine Schuld. Ich wollte das nicht. Ich liebte sie, weißt du? Doch ich bedeutete ihnen nichts. Ich war nur ein Sklave für ihre Drecksarbeit. Ich halte diesen Krach nicht mehr aus. Dieser Helikopter soll verschwinden. Die Situation ist unter Kontrolle. Naja, das wohl nicht, aber... Da! Du kriegst deinen Willen. Vertrauen. Du musst mir vertrauen, Daniel. Lass das Mädchen gehen und ich verspreche dir, es wird alles wieder gut. Ich will, dass alle abhauen. Und ich will ein Auto. Ich lasse sie dann außerhalb der Stadt gehen. Kompromiss. Das ist unmöglich, Daniel. Lass das Mädchen gehen und ich verspreche, dir passiert nichts. Ich will nicht sterben. Beschwichtigen. Du wirst auch nicht sterben. Wir werden nur reden. Dir wird nichts passieren. Du hast mein Wort. Sieht gut aus. Okay. Ich vertraue dir. Gelogen, Connor. Du hast gelogen. Software-Instabilität? Okay. Na, was sagst du jetzt, du Puller? Geiler Anfang, ne? Heftig. Dies ist das Ablaufdiagramm der Szene. Hier kannst du bisher eingeschlagene Wege, die noch zu erkundenen Wege und die freigeschalteten Möglichkeiten ansehen. Bei jedem Knotenpunkt erhältst du Punkte, die du in den Extras ausgeben kannst. Das Spiel ist so konzipiert, dass einige Knotenpunkte und Enden nicht zur vollständigen des Ablaufdiagramms hinzugezählt werden. Okay, das war das Ende hier. Abweichler verhandeln, Helikopter wegschicken.
Über Waffe lügen. Vertrauen aufbauen. Okay, das waren die Knotenpunkte, die ich halt nicht gewählt habe, ne? Okay, es hätte also hier wäre ein Ende, hier, 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 hier. 1, 2, 3, 4, 5 weitere Enden gibt es hier. Wahnsinn. Cyberlife. Ein wirklich erstklassiger Haushaltsassistent. Er kocht 10.000 Gerichte in 200 Sprachen und Dialekte. Und leistet Kindern Lernhilfe von der Grundschule bis zur Universität. Wow! Liebling, der sieht toll aus. Genau so einen brauchen wir. Ach so, das sind Androiden. Wie viel soll der doch mal kosten? Man muss erstmal umdenken. Im Moment gibt es die gesamte Produktionslinie im Angebot. Für nur $7.999 mit einem zinslosen Kredit auf 2 Jahre. Und Sie haben 2 Jahre Garantie auf das Modell. Wir nehmen ihn. Eine gute Wahl, Sir. Folgen Sie mir bitte, wir machen alles fertig. Der MD800 ist etwas teurer, hat aber auch viel mehr Funktionen. Danke. Kommen Sie, ich zeig's Ihnen. Das Trio mit mehr Funktionen. Ich mag den Kerl nicht. Da ist er. Krass. Das war etwas schwierig, ihn wieder zum Laufen zu bringen. Er war echt richtig kaputt. Was ist nochmal mit ihm passiert? Es war ein Auto. Ein blöder Unfall. Ah, verstehe. Wie auch immer, er ist jetzt so gut wie neu. Na, vielleicht bis auf den Reset. Also, wir mussten den Speicher löschen. Es ging nicht anders. Das ist okay. Okay. Gibt's einen Namen? Von meiner Tochter. AX400. Registriere deinen Namen. Kara. Mein Name ist Kara. Hallo, Kara. Sony, Quantic Dreams, bestes Studio. Müsst ihr mal gucken, was die so für Spiele gemacht haben. Ich komme nicht drauf, das eine mit William Dafoe, mit diesem Geist. Ich komme jetzt nicht drauf, wie die heißen, Mensch. Und noch so ein anderes. Auf jeden Fall sind die Spiele von Quantic Dreams immer der Hammer. Verlor mein Job wegen einem Androiden, stand auf dem Schild. Tja, das ist das, wenn man sich das vorstellt, ne? Wir gehen auch in diese Richtung der Zeit. Die machen deine Heimarbeiten, die waschen ab, die bügeln, die machen alles für dich. Du kannst einen Androiden hier in dem Spiel kaufen, der für dich zur Arbeit geht. Der macht deine Arbeit perfekt. Du musst ihn eben kaufen. Ja, der macht Arbeit für dich und bringt dir das Geld nach Hause. Schon interessant, aber was für ein Rattenschwanz das mit sich zieht, ne? Ich glaube, ich würde es nicht feiern. Wollen wir jetzt nach Hause? Ja. Ja, ich glaube. Geh zur Malerei, Bedarf, Berlin. Hier. Lassen Sie mich Ihnen helfen. Thank you.
Wasser. Das waren 12 Meilen. Noch 5 Meilen bis zum Ziel. Ah, er ist hier Sportcoach oder was? Krass. Warte auf grünes Licht. Wird das Spiel auch relativ linear spielen, ne? Nicht sehr linear, ich gucke mich schon ein bisschen um und hast du nicht gesehen, keine Bange. Also so ein Durchläufer bin ich auch nicht. Aber sonst wird man damit niemals fertig. Ich möchte hier nicht 2 Jahre lang Videos aufnehmen. Aber ich möchte auch schon einiges davon sehen. Menschliche Musik, $1 zum Hören. Musik mit Seele. Laden. Okay. Ah, was ist das hier? Postlieferung. Da, Bellini Paints. Sowas ist ja geil, so Drohnen, die Pakete ausliefern und so. Ist in Ordnung, ne? Darf aber auch nicht zu viel werden. Ist, ja, oder ist es auch nicht in Ordnung? Schwierig. Bestätigt. Die Bestellung Nummer 847. Das macht 63,99. Bitte die Zahlung bestätigen. Zahlung bestätigt. Verkauf abgeschlossen. Krass. Nee, das wäre mir zu eklig. Okay. Das ist gut. Das ist sehr gut. Oder dann nimm den Bus nach Hause. Dort hinten. Guck mal, hier steht mein Kollege. Ein Android steht Modell. Interaktive Jacke, $80. Verfolgt uns dieser Typ? Nee. Oder? Der verfolgt uns doch, oder nicht? Wo willst du hin, Blechbüchse? Hä? Ach, wirklich? Hey Leute, hier ist eine von diesen Blechbüchsen.
Seht euch das Scheißding nur an! Klaut unsere Jobs und kann nicht mal aufstehen! Ja! Ja! Zeig sie! Mach den fertig! Und los auf zu ihr! Mach den an! Ja, sehr gut! Zeigt sie! Zeigt sie! Hau! Du Jobvernichter! Verpasst ihm eine Abreibung! Ja. Ach, Mist. Du gehst nirgendwo hin. Wir nehmen dich jetzt auseinander. Mach das Ding fertig. Na los! Okay. Das reicht. Lasst ihn in Ruhe. Erteilen wir ihm eine Lektion. Beschädigt ihr ihn, gibt es ein Bußgeld. Bußgeld. Dein Job ist auch bald weg. Was du dann wohl sagst. Okay. Na los, geh weiter. Tja, boah, ich dachte, hatte recht, ne? Nimm den Bus nach Hause. Schwierig. Was? Plätze für Androiden? Ja, das wäre so eine krasse, kranke Welt irgendwie, wo du ständig Angst hast. Deine Zukunft oder was ja eigentlich nicht so sein sollte, ne? Markus hat den Bus genommen. Okay. PlayStation Network? Okay, alles klar. Auf dem PC. Läuft. Okay, Freunde der Sonne, für diese Folge ist hier jetzt erstmal Schluss. Und dann geht es jetzt täglich mit einer weiter. Manchmal nehme ich vielleicht täglich auch zwei auf. Mal gucken, lasst euch überraschen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst mir ein Like da. Denkt an das kostenlose Abo und die Glocke. Dankeschön. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski, bis baldinski.